Als damals bekannt wurde, dass es in Yanam ein Wundermittel gegen alle Krankheiten gibt, war die Aufregung groß. Aus allen Ecken und Enden sind die Menschen nach Yanam eingetrudelt. Sie wollten das Blut der heilenden Kirche, ein Wundermittel, das was jede Krankheit sofort heilen kann. Und schnell war klar, dieses Wundermittel ist der Tod für all diese Menschen. Denn all jene, die was diese Blutkur zu sich genommen haben, wurden zu furchtbaren Bestien. Und aus diesem Grund wurden die Jäger eingeführt. Menschen, die noch bei klarem Verstand sind und die den Auftrag hatten, die Straßen von Yanam von diesen Monstern zu säubern. Sie haben gemordet, sie haben getötet und einige haben das nicht nur aus Notwendigkeit getan. Ludwig die Heilige Klinge war einer dieser Jäger, eitel und voller Selbstvertrauen. Ludwig, immer auf seinem Pferd gesehen, war eine absolute Führungspersönlichkeit. Und schnell hat sich herauskristallisiert, dass er mehr war als ein gewöhnlicher Jäger. So wurde Ludwig zur absoluten Legende unter den Jägern und den Bewohnern von Yanam. Doch die Situation in Yanam ist eskaliert. Die Menschen, die einst nur noch Hilfe strebten, wurden immer mehr. Die Straßen waren voll mit diesen Monstern. Und ganz schlimm hat es Kleriker getroffen. Kleriker wurden zu den furchtbarsten und abscheulichsten Bestien. So treffen wir auch auf der großen Brücke von Yanam die Klerikerbestie. Und da sehen wir das erste Mal den Unterschied von einem mutierten Kleriker zu einem mutierten Bürger. Es war gewaltig, es war riesengroß. Und Ludwig war ein Kleriker. Und schnell wurde klar, dass die Waffen, was German anfertigte, nicht mehr reichen, um solchen großen Bestien gegenüberzutreten. Und so wurde Ludwig abgezogen von German, um Waffen zu bauen, die Bestien mit ein, zwei Schlägen töteten. Ludwig wurde offiziell einberufen, ein Jäger der Kirche zu werden. The Healing Church and the Blood Ministers who belonged to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter Ludwig. They worked and forged weapons in their unique workshop. Und er hat keinen enttäuscht. Er hat brachiale, brutale Waffen geschaffen und war bereit, die großen Bestien zu jagen. Die wohl berühmteste Waffe, die was Ludwig gefertigt hat, war Ludwigs heilige Klinge. Ein Schwert, das was Bestien mit zwei, drei Hieben sofort getötet hat. Seine Legende wuchs und er war der berühmteste und legendärste Jäger, den was man jemals in Yanam gesehen hat. Und so hat es nicht lang gedauert, bis Ludwig Schüler ausgebildet hat. Ja, wahrhaftige Krieger, die er selbst Spartaner nannte. Nur die Besten und nur die stärksten Schüler durften unter ihm jagen. Und sehr schnell waren die Holy Blades, wie sie sich genannt haben, gefürchtet in Yanam. Allerdings gab es eine Waffe, die was ansonsten kein zweiter besaß. Eine Waffe, die nur Ludwig diente. Eine Waffe, die seine größte Stärke und gleichzeitig seine größte Schwäche war. Und es wird jene Klinge sein, die ihm schlussendlich das Leben kostet. Das heilige Mondlichtschwert. Ein Schwert, wie man es noch nie zuvor sah. Dieses Schwert hat Ludwig tief in den Wurzelkelchen gefunden und es war sofort klar, dass eine ganz besondere Bindung zwischen dem Schwert und Ludwig entstanden ist. Dieses Schwert sollte fortan nur ihm dienen.
Und er bezog eine unfassbare Stärke aus diesem Schwert. Stellt sich bitte so eine Jagd vor. Man zieht in der Nacht raus. Blutgeruch liegt in der Luft. Jeder normale Jäger hat Angst gehabt. German hatte Angst. Ludwig hatte Angst. Er hat gewusst, dass wenn ihn der Blutfluch erwischt, er zu einer absolut grausamen, grässlichen, viel größeren Bestie wird, als alle anderen Bestien es je waren. Und vor dem hatte Ludwig Angst. Und das war gut so, denn Angst ist wie so oft im Leben nichts Verkehrtes. Und das war ganz wichtig, dass auch diese brutalen Jäger Angst hatten, denn so konnten sie sich nie selbst überschätzen und waren immer vorsichtig und bedacht und konnten unversehrt von der Jagd zurückkehren. Und Ludwig hat nicht nur das Mondlichtschwert in den Kelchen gefunden, er hat auch die Rune Führung gefunden. Und wenn wir uns dort den Text durchlesen, dann wird einiges klar. Eine Carol-Rune, die zusammen mit dem heiligen Mondlichtschwert vom alten Jäger Ludwig entdeckt wurde. Als Ludwig seine Augen schloss, sah er Finsternis oder vielleicht auch das Nichts. Und dort entdeckte er die winzigen Lichtwesen. Ludwig war sich sicher, dass diese verspielten, tanzenden Geister Führung boten und ihm seine Ängste nahmen, zumindest im Eifer der Jagd. Diese Lichtwesen, von denen hier die Rede ist, sind die Lichtwesen, die das heilige Mondlichtschwert umhüllen, selbst für unsere Spieler sehr gut sichtbar. Und jene Lichtwesen sollten ab sofort Ludwig immer die Angst nehmen. Sollte auch nur ein Funken Furcht aufkommen, warf er einen Blick auf die Klinge, auf die Lichtwesen, die ihn sofort aller Ängste beraubten. Und Ludwig wird so tatenfähig sein, wie man es noch nie zuvor auf einer Jagd gesehen hat. Und so wurde er auch in besonders bestialischen Jagden zum absoluten Berserker. Kaum kam Furcht auf, warf er einen Blick auf die Mondlichtklinge, auf die kleinen Lichtwesen, und die Angst verflog. Doch er hatte nicht nur Freunde, er hatte Feinde. Feinde, die ihn als bestienbesessenen Narr abstempeln, der nur noch die Jagden im Kopf hat. Feinde, die früher Freunde waren und ihm den Rücken kehrten. Die Klinge habe ihn verändert, meinten sie. Und wir kommen zu jener Nacht, die Ludwig schlussendlich das Leben kostete. Es war die bis dato grausamste Jagd und er ist über sich hinausgewachsen. Er war im absoluten Blutrausch, mit dieser Klinge im Rücken, die ihm jede Furcht nahm. Ein Blick auf die Klinge genügte und Ludwig war erneut in der Lage, Massen an Gegnern zu töten. Und das wird sichtbar, wenn wir in die Old Hunters uns den letzten Aufenthaltsort von ihm nähern. Der ganze Albtraum des Jägers ist mit einem Fluss aus Blut bedeckt. Dieses ganze Blut ist alles von Ludwig, der heiligen Klinge, vergossen worden. All diese gehäuteten Leichen wurden von ihm abgeschlachtet und brutal ermordet. Ludwig erlag in dieser Nacht dem Blutfluch und seine Kollegen, seine Schüler, die was mit ihm auf der Jagd waren, haben eine Transformation gesehen, wie sie es bis dato noch nie gegeben hat. Schülern gefror das Blut in den Adern, als sie sahen, wie Ludwig die heilige Klinge, wie ihr Held, wie ihr Vorbild, ihr Mentor mit seinem Pferd verschmolz. Er war fortan Ludwig der Verfluchte. Die heilige Klinge ist Geschichte. Der Blutfluch hat ihn weggerafft. Und die Jäger wandten sich ab. Und so wurde er zurückgelassen im unterirdischen Leichenhaufen, wo er jede einzelne Leiche selbst zu verantworten hat. Und wenn wir den Fluss aus Blut durchqueren und uns dieser Boss-Arena nähern,
dann sehen wir mit eigenen Augen, was aus ihm geworden ist. Und die Geschichten waren alle untertrieben. Ludwig ist eine hässliche Bestie geworden. Eine Bestie, die nichts Menschliches mehr in sich hat. Und er will nur eines, uns töten. Und unser Spieler ist klar, wir müssen ihn erlösen. Ludwig muss sterben, denn das hat er sich verdient. Doch dann passiert etwas Faszinierendes. Mitten im Kampf bricht er zusammen und er verspürt etwas, was er schon Jahre nicht mehr verspürt hat. Angst. Und was hat Ludwig getan, wenn er Angst hatte? Die folgende Szene lasse ich unkommentiert. You were at my side all along. My true mentor, my guiding moonlight. Ein letztes Mal nimmt die heilige Mondlichtklinge Ludwig die Furcht. Und es ist so, als wäre er nie weg gewesen. Und selbst der Bossname ändert sich. Wir kämpfen gegen Ludwig die heilige Klinge. Wenn wir den Kampf beendet haben, finden wir seinen abgetrennten Kopf im Eck des Leichenhaufens. Und es liegt jetzt an uns, ihm die Wahrheit zu sagen oder ihn zu belügen. Tell me, good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Wenn wir Ludwig die Wahrheit sagen und ihm erzählen, dass seine Schüler nicht die tapferen Krieger sind, die er ausgebildet hat, sondern dass seine Schüler zum Großteil alle tot sind, dann gibt er seinen größten Kritikern recht, indem er sagt: Oh my, just as I feared, then a beast-possessed degenerate was I. As my detractors made eminently clear. Wenn wir uns aber dazu entscheiden, Ludwig anzulügen, damit er einen schönen letzten Gedanken hat und ihm sagen, dass seine Schüler noch immer diese Spartaner sind, die er ausgebildet hat, dann bekommen wir einen wirklich herzzerreißenden Dialog. Die letzten Worte von Ludwig der Heiligen Klinge, dieser großen, ehrfurchtvollen Legende. Tell me. Good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Ah, good. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now,
I may sleep in peace. Even in this darkest of nights, I see the moonlight. Und das war der tragische Aufstieg und der tragische Fall von einem der größten Helden, die was Bloodborne zu bieten hat. Ludwig, die heilige Klinge, der was für immer ein Held bleiben wird.